Also, ihr seid ja beide schon sehr Krimi-erfahren. Also Felix, du vom Zürich-Krimi und Fari kennen wir aus dem Tatort. Habt ihr euch vorher schon kennengelernt für Dogs of Berlin? Also lernt man sich in dieser ganzen Krimi-Szene so kennen oder habt ihr euch für Dogs of Berlin erst kennengelernt? Und wie war euer erstes Zusammentreffen? Waren zusammen essen. Wir hatten so ein Netflix-Essen. Da stand eine Rakete im Raum. Das Ah, war, glaube ich, richtig. Ja. Ackerstraße oder irgendwo so ein schöner. Eine Es Rakete. gab so ein, ja, ach, es gab ein gemeinsames Essen von Darsteller bis ein paar Leute von Netflix, Da haben wir uns auch Showrunner, da haben wir kennengelernt. uns kennengelernt. Haben uns da auch schon nicht so, ähnlich wie in der Serie eigentlich. Bei uns hat es Schon echt nicht so gebraucht. verstanden. Nee, war so ein bisschen so, ich dachte, okay, Echt? schade. Habe ich gar nicht geglaubt. Nein, auch nicht. Also ich Ich habe habe, mich so, ich hab mich total ja. verliebt, so direkt verliebt. Ich dachte, So sieht deine Liebe aus. Okay, ja. alles klar. Aber ich habe Bescheid. Ich musste mich zurückhalten, ich Nee, musste ein bisschen ja, spielen. das weiß ich. Ja. Nee, Ich aber du fand. meinst, die Frage ist so ein bisschen, ob man sich so kennt, ne? Ob das wie so eine Szene ist, wo jeder mit dem anderen schon mal irgendwie auf den Mörder gesucht Ja, hat. ob es halt so ein Ja. jährliches Treffen von Treffen von Leuten gibt, die Krimi. Krimi-Sachen Ah, machen, weißt du? nee, nee, Gibt es nee, nicht. hatten wir nicht. Wir haben uns Gott in sei der Dank gibt es Arbeit das nicht. kennengelernt und wir haben uns wirklich, was sehr interessant war, wir haben unser erstes gemeinsames Spiel, war wirklich hart, weil da die beiden Figuren sich auch wirklich kennenlernen und nicht unbedingt cool miteinander umgehen. Und das war für uns beide, glaube ich, auch erstmal so die Aufgabe, es nicht persönlich zu nehmen. Deine Rolle ist Ja, ja eh ist mir so nicht eine. gelungen. Also diesen Kurt Grimmer mag man ja nicht unbedingt sofort. Ja? Also einmal betrügt er seine Frau, dann hat er Spielschulden, hat Verbindungen zur rechtsradikalen Szene. Dann habt ihr 6 Monate lang wirklich am Stück gedreht. Wie schwer ist es, wenn du jeden Tag diese Figur spielst und die so mitschleppst über so einen langen Zeitraum? Wie schwer ist es, das sozusagen nicht dieser Mensch zu werden, ne? Ja, oder Oder belastet das was? irgendwann mal an Tag 95? Es ist interessant, weil es immer, wenn es an so Richtung Mörder und so geht, beginnt man darüber nachzudenken, wie schwer das ist zu spielen, ne? Es ist eine Spielart. Es ist Indianer, Cowboy und Indianer. Du bist nicht 24 Stunden Betrüger deiner Frau. Es sind Vorgänge, die da stattfinden. Und ich weiß, dass man schnell ist, Ex-Nazi, das sind alles so Dinge, ne, die einen so anspringen, wo man sofort dran ist, zu sagen, was stimmt mit dem nicht und so. Aber wenn man näher hinguckt, haben alle Figuren haben ihre Abgründe. Und das Schöne an Kurt Grimmer ist, dass man sich irgendwann auf die Suche macht nach sozusagen diesen hellen Flecken, ne? Und die sind da. Und Das heißt, wenn du nach den hellen Flecken suchst oder Frage an euch beide, muss man Oh, das ist nett. eine Figur immer mögen lernen, um sie gut spielen zu können? Ja, etwas in ihr. Also ich glaube, das Urmenschliche, unabhängig von den ganzen Abgründen, die sie besucht oder heimsucht, egal ob neonazistischer Hintergrund oder was auch immer, oder Clanmitglied oder Rocker oder Wettmafia, ich glaube, den Mensch da drin zu sehen und seine Beweggründe zu erkennen, bedeutet auch, ihm in gewisser Weise zu verzeihen und ihn vielleicht sogar mögen zu lernen. Ja, finde ich schon wichtig. Errol kann man ja auch leicht mögen. Ich meine, der hat keinen Dreck am Stecken, steht zu seiner Homosexualität. Es ist, finde ich, ja eine deiner ernstesten Rollen überhaupt. War dir das wichtig, jetzt ins ernste Fach mal zu wechseln? Oder also ist das so eine schauspielstrategische Entscheidung, damit man nicht immer nur in der Komödie verortet wird? Nee, das war jetzt nicht so am Reißbrett irgendwie runtergerechnet, was als nächstes kommen müsste, sondern es war eine Sehnsucht, glaube ich, nach Ernsthaftigkeit. Und ja, ich liebe es, die Palette bunt zu halten. Und ich mag auch den Bruch, auch mit dem Erwartbaren und mit dem Gewohnten von mir selbst. Und natürlich, es ist schön, wenn Regisseur in dir auch diese Facetten und Anteile erkennt und den freien Lauf lässt. Und insofern war das, glaube ich, schön, auch mal die Zurückhaltung. Ungewohnt, muss ich zugeben. Das Feuerwerk lag bei den anderen. Ja, das erstmal, mehr will ich noch nicht verraten, erstmal eine sehr gerade, eine aufgerichtete Figur. Der Schmerz und der Abgrund sind tiefer verborgen und auch er selbst bemüht sich sehr, diesen Abgrund zu verbergen. Aber das war ungewohnt und trotzdem auch sicherlich, ja, hat auch eine Sehnsucht gedient.
Jetzt wird in Dogs of Berlin ja so die gesamte Berliner Unterwelt rausgeholt, alles, was sie dazu bieten hat. Ich weiß nicht, wo ihr in Berlin wohnt, aber so in Prenzlauer Berg kriegt man von Unterwelt jetzt nicht allzu viel mit. Selber wohne ich. Habt ihr da recherchiert mal in Kreuzberg oder Neukölln oder seid mit einem Polizisten mitgelaufen? Aber also wie habt ihr euch rangetastet an dieses Milieu? Naja, Unterwelt ist, das kannst du wortwörtlich nehmen, ne? Das ist nicht drunter, liegt irgendwo drunter unter den Dingen. Das ist, also wer das ausklammert, weil die Spielplätze so wunderbar aussehen, der überrascht ist, dass es vielleicht Schutzgeld gibt, das gibt es in der Stadt. Aber die Leute sind ja auch smarter und cleverer geworden. Das ist, also wie sieht ein Verbrecher aus? Also ich glaube, der Prenzlauer Berg ist auch aufgeteilt. Und das kriegen wir halt nicht so mit, weil wir uns vielleicht nicht damit so beschäftigen. Aber ich denke, dass es auch einige gibt, die so drüber nachdenken. So, also was ja auch so mit dem DFB und sowas da so abläuft, das so in Frage zu stellen. Wir nennen das anders in der Serie, ist klar. Ja, ach so. Ah ja, mach die. Nee, ich wollte nur da einhaken. Das geht natürlich nicht. Das ist, also, ja, das ist nicht eine Diefe. Wir wollen uns ganz klar distanzieren. Das ist einfach stellvertretend für wirklich korrupte Sportfunktionäre. Das hat jetzt mit dem DFB nichts zu tun. Wollen nur mal ganz deutlich. Aber was ich sagen wollte, Verbrechen braucht keinen Ort. Verbrechen ist ein Standpunkt. Das braucht nicht den bestimmten Ort. Das ist die Gefahr zu sagen, in Kreuzberg passiert dir das und in Marzahn passiert dir das. Da tust du Unrecht allen Marzahnern, die da gerne wohnen, zu sagen, das ist so ein Glatzen und da sind die Türken, da wirst du abgestochen. Das ist wirklich, das ist sehr flach. Verbrechen ist viel subtiler und viel geschickter. Jetzt wird die Serie ja von Netflix produziert. Das sind 130 Millionen Abonnenten, die das Ganze mitkriegen könnten. Habt ihr da so ein bisschen Angst, über Nacht weltberühmt zu werden und wirklich überall erkannt zu werden? Nee, ist mir zu abstrakt, ist mir zu groß. Weiß ich nicht. Ändert sich für euch irgendwas eigentlich als Schauspieler dadurch, dass es von Netflix produziert ist? Ganz ehrlich, ich bin ganz bisschen knistert das schon. Es ist schon so ein bisschen so, dass man weiß, dass das weltweit, das Publikum wird größer, die Weltkugel guckt zu. Und das ist schon, ich finde das irgendwie spannend, ich finde das irgendwie schön. Das ist irgendwie was, ja, wer weiß, vielleicht mag irgendwo in Brasilien jemand besonders gerne diese Erzählweise und plötzlich stößt das in Timbuktu. Ach Gott, immer dieses fies zitierte Timbuktu. Ich muss immer herhalten für den letzten Ort der Welt. Auf jeden Fall Süderbrarup, hätte ich sonst gesagt, aus Hamburg. Ist ja auch egal. Ich bin auch übrigens sehr gespannt auf die englischsprachige Fassung, weil ihr euch da ja selber synchronisiert. Oh, ja. Ist das nicht super befremdlich gewesen? Ja, es ist vor allem befremdlich für deutsche Ohren, würde ich sagen, weil die Amis, die lieben es tatsächlich, wenn es in Berlin spielt, dass es wirklich klingt wie Berlin. Die wollen nicht dieses gelackte Hochamerikanisch darüber hören, sondern die wollen wirklich diese Zerbrechlichkeit dieser Figuren. Das, was wir nicht kennen, wenn wir einen Ami-Film synchronisieren, dann wird er halt glatt gebügelt. Dann sprechen die halt Hochdeutsch, die Peoples. Aber nee, das ist, das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Das war wirklich ein harter Kampf, oder? Für mich war es total hart. Easy. Also ich kann nur sagen, wir sollten das ja mit Akzent machen, ne? Und Fari hat das bewusst gemacht und ich unbewusst, ne? Und vielleicht kommen wir da irgendwie zusammen. Ja, muss man mal gucken. Ich habe ein bisschen Bammel vor dieser Fassung, aber... Ja. Ich freue mich da sehr drauf. Guck sie auf Englisch dann. Natürlich, ich gucke sie dann als nächstes nochmal komplett auf Englisch. Ich danke euch sehr, die Zeit ist leider um.